KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Habe ich euch alle ans Telefon bekommen hier zur Sonntagmorgendlichen. Wir waren ja gestern lange im Kino. Meine Nummer ist 555 Nase. Okay. Wir waren ja gestern alle lange im Kino, deswegen, wir waren in Thor, Love and Thunder, den wir uns da brandneu angeschaut haben. Waren sogar ein paar Cosplayer mit im Saal. Das ist ein Ding. Aber darum geht es später dann. Wir hatten in der Sneak Preview den Film The Owners, der ja auch getippt wurde von der Kate. Habe ich ja schon bei ihrem Tipp gesagt, das könnte kommen. Da hatte ich ein gutes Gefühl bei dem Tipp. Ich habe mir noch die Rezensionsdisc von Charlie Fleurs zweiten Leben gegeben und einen Rezensions-Screener-Link habe ich bekommen zu dem Film Mit Sommerlust. Ja, der Hund, der freut sich auch schon auf die Sendung. Ja, Robin, der Podcast. Jawohl. Fangen wir doch mal an, oder? The Owners aus der Sneak Preview. Worum ging es da? Also die wichtigste Hauptdarstellerin ist wahrscheinlich Maisie Williams, die man kennen könnte, zum Beispiel aus Game of Thrones. Oder bei diesem, wie hieß der? Die war doch in den Marvel-Film mit dabei, der nicht so gut war. Der X-Men. Ja. Abklatsch da. Wie hieß der? Ja. Origins? Nee. Ja. Ich hab's schon verdrängt. Ja, der war nicht gut, deswegen habe ich sogar einen Titel vergessen. Ja, also die Owners, Maisie Williams hatte allerdings, New Mutants. Genau, New Mutants. Das war dieser schwierige Titel, der mal in Kinocharts aufgepoppt ist hier. Ja, also Maisie Williams ist in so einer Gruppe von Jugendlichen, das Ganze spielt in England irgendwo und die sind so, ich würde mal sagen, im Amerikanischen würde man sagen White Trash, also irgendwelche Weißen, die nicht viel Geld haben und sich irgendwie so versuchen durchzuschlagen. Und ihre Freunde, die sind allesamt so, ja, irgendwie so Kleinkriminelle, die versuchen da sich immer über Wasser zu halten und sind da irgendwie so ein bisschen abgerutscht. Und sie oder diese Typen von ihr, die Freunde, die sitzen in so einem Auto drin und beobachten gerade so ein Landhaus und Anwesen in England. Und da haben sie auch noch so einen neuen Typen mit dazugeholt, der da bei diesem Bruch mit helfen soll. Und in dem Moment kommen Maisie Williams auf dem Fahrrad gefahren, sagt, ey, ich brauche mein Auto, ich muss zur Arbeit fahren, aber die wollen ihr das Auto nicht geben, sagen, ja, das dauert nicht lange. Wir machen jetzt hier den Bruch da, weil die Bewohner des Hauses, die fahren gerade weg. Und dann haben wir freie Bahn, dann können wir in das Haus rein, in das Anwesen und die Wertsachen stehlen und das dauert nicht lange. Und die haben Safe und dafür haben wir hier den Safe-Knacker, der kann das machen. Ja, es hat dann allerdings alles nicht so funktioniert, wie sie das geplant haben auf ihrem Bierdeckel, sondern das war dann allerdings etwas schwieriger, weil der Safe, der hatte ein elektronisches Schloss, also nicht so ein altes Olsenbandeschloss, wo man hier mit einem Stethoskop irgendwie dran hören kann, wann die Nadel umspringt. Und ja, und sie finden auch im Haus jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und dann kommen sie auf die Idee, Mensch, wir warten mal auf die Bewohner des Hauses, dass die wiederkommen. Und dann erschrecken wir die so sehr, das sind alte Leute, die sind dann alle total erschrocken, wenn wir da hinterm Vorhang vorspringen und die ja, als Geisel nehmen, dass die uns dann schon den Code verraten werden für den Safe und dann holen wir uns das Geld und alles super und dann hat's geklappt. Und ja, das zieht sich alles etwas, bis die dann erstmal wiederkommen und auch als die dann wiederkommen, sind die nicht so recht bereit dazu, die Kombination zu verraten von diesem Schloss. Und auch als der Frau des Hauses, also der Ehefrau des Bewohners, da Folter angedroht wird, ist er auch irgendwie noch nicht so richtig bereit, da was zu tun. Und irgendwie eskaliert dann die Situation nach und nach mehr und es gibt dann auch Verletzte. Und der Mann des Hauses, also dieser von dem Anwesen, der ist auch Arzt. Also die kennen den auch alle irgendwie von früher. Wahrscheinlich sind die da alle beim Arzt gewesen, kommt so ein bisschen raus. Und ja, der muss die dann noch verarzten und ach, dann eskaliert es immer weiter und immer weiter. Viel mehr kann man, glaube ich, nicht verraten. Ich fand, war ein ganz okayer Sneak-Film. War jetzt nicht das Riesen-Highlight, aber war ganz okay, fand ich. Kann man mal machen. Hat ein paar unkonventionelle Sachen mit drin und ein paar verzwickte Wendungen. Oder Chris?
Ja, also abgesehen davon, dass es verzwickte Wendungen, ja, und teilweise komplett unlogisch teilweise aufgebaut ist, wo man denkt so, fuck, also hat er schon ein paar gruselige Stellen oder halt auch Stellen, die dann tatsächlich so ein bisschen im Gedächtnis bleiben, aber auch nur kurz. Und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ich weiß nicht, werde ich heute öfter sagen. Aber ich weiß nicht. Also hat mich nicht so abgecatcht komplett. Ich fand halt die Darsteller alle samt, also abgesehen von Maisie Williams, fand ich einfach nur teilweise ziemlich Banana. Da hat man also, sich häufig gedacht. Du bist ein blöder Hund, musst du gerade mal sagen. Ja. So ein blöder Kerl. Ja, das trifft es ganz gut. Also, na, ich bin nicht so ganz damit warm geworden. Und das ist okay, es gibt bestimmt Leute, die das abgefeiert haben. Es gibt bestimmt auch Leute, die es einfach nur ganz furchtbar fanden. Ich denke, ich bin da so im Mittelfeld. Ich fand es so lala. So war so ein Film, den, ja, hat man gesehen und that's it. Ja, ich mochte die etwas unkonventionelle Art, wie es aufgebaut war. Klar haben die alle so ein bisschen dämlich agiert und so, aber es wirkte alles so ein bisschen, ja, dass da welche mit viel Enthusiasmus da so einen Film gedreht haben und mit relativ wenig Mitteln auch. Also das war jetzt keine Big-Budget-Produktion hier, AAA mit sonst was, obwohl Maisie Williams, der Film ist ja 2020 gedreht worden, da war, glaube ich, der... Da war sie ja, ach doch, da war sie, Game of Thrones war sie schon durch, aber ich glaube da dieser New Mutants, der war noch nicht drin im Kino, glaube ich. Oder wann kam denn der? Der war doch mitten in Corona, als mal kurz wieder auf war, ne? Hm. Ja. Aber ja, so ein kleiner Film, der wäre früher so ein bisschen, ja, unterm Radar mitgeflogen und den hätte man mal irgendwo. Aber Kate hat ihn auch gesehen. Ja, steht nichts drin, oder? Deswegen. Was? Ich möchte sich nur nicht dazu äußern. Wieso steht nichts drin? Steht keine Wertung also drin. Also punktemäßig habe ich halt noch nichts eingetragen. Ach so. Ja. Na, wie fandest du es denn? Tatsächlich hat mir der Film echt gut gefallen. ich weiß nicht, ich habe mich streckenweise irgendwie ein bisschen an Funny Games erinnert gefühlt. Ja. Den ich ja auch sehr feiere, den Film. Ja, also abgesehen von den ein oder anderen Logiklücken, wie zum Beispiel, dass sie da ewig in dem Auto wartet auf die Jungs, statt einfach mit dem Fahrrad, mit dem sie gekommen ist, einfach wieder zurückzufahren nach Hause. Wartet sie da ewig auf die Jungs im Haus. Die Liebe. Das habe ich nicht ganz verstanden, ja. Und ja, also richtig geil fand ich diese Szene mit diesem Vorschlaghammer. Das war nice. Damit hatte ich nämlich nicht gerechnet. Und ja, diese ganze Creepigkeit von den Hausbesitzern und dann auch das Verhalten, als sie dann versucht haben, so ein bisschen die Kinder unter Kontrolle zu kriegen und die Situation wieder an sich zu reißen und auf ihre Basis zu bringen, war schon sehr creepy und das fand ich irgendwie sehr cool. Zwischendurch hat sich ja dann auch mal das Bildformat geändert. Ja. Was ich auch irgendwie tricky fand und irgendwie cool fand. Ich hab's nur nicht. Ich hab aber, also die Rückumstellung von dem kleineren Bildformat aufs große habe ich direkt mitbekommen. Und als es dann schon in dem kleineren Bildformat war, dachte ich so, hat sich das Bildformat geändert? Aber wann es sich verändert hat, habe ich nämlich nicht gemerkt. Und das fand ich wiederum auch spannend, dass sie das so eingeschlichen haben, dass man es gar nicht so direkt gemerkt hat. Die Story war, ja gut, die ist auf dem Bierdeckel erzählt, aber ansonsten, ich fand das irgendwie ziemlich cool. Ich habe mich einfach drauf eingelassen und der Trailer sah ja schon so creepy aus, den ich ja getippt hatte. Und also ich fand den gut. Ja. Das mit dem Bildformat, da ist mir jetzt gerade auch völlig entgangen. Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Das ist mir im Kino auch aufgefallen. Hat dann dazu geführt, dass dann die Situation irgendwie noch beengter gewirkt hat, weil ja quasi links und rechts ein Stück gefehlt hat, weil das von dem Breitbild auf 4:3 umgeschaltet hat. Und ja. Dann hat gerade so diese engen Szenen, wenn die sich da so durchgefeitet haben,
Ja, das war ja eh schon alles sehr beengt dann in dem Haus und so. Das hat dann noch mehr Druck erzeugt und da waren noch mehr so Stimmungssachen drin, wo dann plötzlich draußen mal so ein, wie so ein Gewitter und so war und haben schon sehr, sehr gut gespielt bei großen Meistern wie Hitchcock oder so ein bisschen abgeguckt und so, aber nicht zu sehr abgekupfert, sondern eher zitiert und so, fand ich echt gut. Und wenn die Darsteller nicht ganz so dämlich wären, auch die Entwicklung von Maisie Williams war mir nicht ganz eindeutig. Also wie sie von dem absoluten Doofchen, was sich da rumkommandieren lässt, sich dann so wandelt im Laufe des Films, das war mir nicht ganz eindeutig klar oder so, wie das so, so schnell passieren kann. Aber hier der eine Darsteller speziell, den sie da mit dazugeholt haben, dieser Safe-Knacker da, der war so herrlich fies und so. Das war fucking überflüssig. Also ein Film, denke ich mal, den man durchaus mal gucken kann. Vielleicht sogar im Kino für manche interessant, weil ich weiß nicht, so richtig Thriller-mäßig läuft ja gerade nicht allzu viel an. Und wenn man jetzt Black Phone gesehen hat und dann vielleicht ein bisschen was Spannendes auch noch sehen möchte, der jetzt nicht ganz so gut ist wie Black Phone auf jeden Fall, aber er hat so ein bisschen so einen rauen Charme, so richtig so einen B-Movie-Charme, weil das so schnell gedreht ist und mit wenig Mitteln. Aber doch ein paar drastische Szenen da. Die Szene mit dem Hammer, was Kate schon gesagt hat. Da kann man dieses Meme anwenden. Hier dieses, well, that escalated quickly. Aber das war auch eine der ersten Sachen, die ich gesagt habe, weil ich wusste ja, um was es in dem Film geht. Und die sitzen ja dann in dem Auto und spionieren am Anfang das Haus aus. Und dann, die waren ja innerhalb von 5 Minuten, der Film hat gerade angefangen, 5 Minuten rum, dann sind die in das Haus eingestiegen. Und das hab ich direkt zum Chris gesagt, okay, die halten sich nicht lange auf. Das geht direkt los. Ja, mit der Story und ja. Aber ja, aber das kannst du halt auch machen, wenn du relativ wenig Story hast, deswegen. Ja, aber ich fand den kurzlebig und spannend und ja. Ich habe am Anfang noch gedacht, mit diesem Tresor, da hat es noch was anderes auf sich. Und dann kommt ja später dieses Fotoalbum. Wisst ihr noch, was ich meine? Wenn die da an dem Tisch sitzen und dieses Fotoalbum auspacken, ja. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung das läuft. Und nice. Das fand ich gut. Also so, ja. Da war ich irgendwie nicht ganz so dabei. Ich war auch, das Ende hat mich echt überrascht. Da hatte ich vorher nichts erkannt. Aber gut, wollen wir nicht zu viel verraten. Okay. Ich habe gerade gemerkt, ich habe noch gar nicht abgestimmt hier in unserer Gloria Sneak Facebook-Gruppe. Und weil ich hier eine Kommazahl habe, runde ich mal wohlwollend auf. Ich gebe in der Gloria Sneak Facebook-Gruppe eine 7 und hier bei uns gebe ich 6,5. Ich gebe auch 7. Okay, ich gebe ihm 4. Ja, da werden wir heute doch noch einige Male ein bisschen Unterschiede haben bei den Folgen. Ja, oh ja. Wenn wir einmal bei der Gloria Sneak Facebook-Gruppe sind, können wir gleich mal schauen, was so die anderen gegeben haben. Ja, zwischen 5 hat, ich sieht's nicht mehr, wie viele, ne? Einer sind 8%. Okay, also da hat es 1,1, weil es sind 9%. Also, was, 1,1? Ja, wenn du sagst, eine Person sind 8%, hier stehen 9%, also muss ja 1,1. Ist halt aufgerundet ein bisschen. Okay. Die meisten liegen sogar hier bei 7 und ein paar Leute haben 8 gegeben und 6. Aber einer hat ein nur gegeben. Ja. Chris hat anscheinend noch nicht abgestimmt, weil 4 hat doch, ja noch keiner gegeben. Achso, muss ich mal refreshen, warte. Ja, eben, deswegen kann ich sagen, einer sind 8. Ja, jetzt ergibt sich doch hier ein anderes Bild. Also sehr, ja, sehr aber erstmal meckern, ne? Durchwachsen. Keine aktuellen Daten da haben, aber meckern. Zwischen von mittelmäßig bis gut ist hier alles dabei und ein Ausreißer mit einem Punkt hier. Also ich denke mal, kann man durchaus gucken. Für die Sneak ein sehr okayer Film, weil ist eigentlich alles Mögliche drin gewesen und ja, kann man durchaus gucken. Und was erwartet uns denn morgen? Der Tipp für morgen lautet Verspätetes Abenteuer. Und da sind auch schon Tipps eingegangen. Einmal wird getippt Bullet Train. Und ich habe auch noch mal ein bisschen gestöbert. Ja, Bullet Train, der Trailer sah lustig aus. Ich habe auch noch ein bisschen gestöbert und habe was gefunden, was passen könnte. Und zwar Arthur Malediction. Okay. Ja,
Da geht es um einen Erwachsenen, der früher großer Fan dieser Arthur und die Minimoys-Fan war. Und sein Kumpel schenkt ihm zum Geburtstag eine Besichtigungstour in dem Originalhaus, wo der Film gedreht wurde. Mhm. Und es geht dann in eine komplett andere Richtung als gedacht. Wird quasi ein bisschen zu einem Horror-Trip. Und das dachte ich, verspätetes Abenteuer, weil er ist halt mittlerweile erwachsen und will sich aber auf die Abenteuer von Arthur begeben. Vielleicht, weiß ich nicht. Könnte ja passen. Ah, okay. Ich habe gerade noch was getippt, das hast du bestimmt noch nicht drin, habe ich gerade erst reingeschrieben. Ich habe in einem anderen Podcast bei den Leinwandperlen Schöne Grüße, die hatten in der Sneak Preview den Film Wie im echten Leben mit Juliette Binoche. Da spielt sie eine Schriftstellerin und die ist ja dann in dem Film auch schon etwas älter und hat ein bisschen so, ja, Schaffenskrise hier, Kreativitätskrise und so. Walla Krise. Und was? Walla Krise. Und kommt dann auf die Idee, dass sie für ein neues Buch einfach mal aus ihrem Leben ausbricht und mal was ganz anderes macht, um wieder neue Ideen zu bekommen. Und sie will einen anderen Job machen und heuert dann als Reinigungskraft an, also wirklich von ihrer Warte aus gesehen, weil sie ist sehr gut betucht, von ihrer Warte aus gesehen ganz, ganz unten, also mit schwerer Arbeit und schlechte Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung. Und da heuert sie als Reinigungskraft an und genau, das... Dadurch, dass der auch schon mal in einer anderen Sneak lief, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der eventuell bei uns dann auch laufen könnte. Na? Deswegen, ich habe es gerade reingeschrieben. Okay, dann gucken wir doch mal, was uns da morgen erwartet. Wir werden es ja eh mitbekommen. Und wer möchte denn Thor, Love and Thunder vorstellen? Vielleicht der, der ihn gut fand? Ich auch nochmal, okay. Na dann. Ich meine nur, weil wenn ich ihn vorstelle oder Chris ihn vorstellt, könnt ihr damit wenig. Ich habe nachher noch zwei Filme, da hören mich ja die Zuhörer die ganze Zeit reden. Aber gut, wenn du das möchtest. Also Chris darf auch gerne, ich will es nicht machen. So weit liegen ja Chris und ich nicht auseinander. Mir fehlt die Euphorie dafür, aber ich kann es gerne machen. Oh. Thor Love and Thunder, das nächste Marvel-Abenteuer, steht an, ist im Kino zu sehen, seit diesem Donnerstag. Yeah. Mittwoch. Mittwoch. Seit Mittwoch versuche ich jeglichen Spoiler aus dem Weg zu gehen hier. Ja. Okay, seit Mittwoch, okay. Also, wir treffen Thor, der ja am Ende von Endgame zusammen mit den Guardians of the Galaxy sich auf den Weg macht, das Universum zu einem besseren Platz zu machen mit seiner Crew und seinem Schiff, das eigentlich alles Star-Lord gehört, aber wer weiß das schon. Das ist alles ein bisschen unter. Das sind bürgerliche Kategorien. Ja, genau. Und er beschließt relativ früh schon zu sagen, hey Leute, passt auf, ich muss jemandem anderen helfen, weil der Götterschlechter ist unterwegs. Also Gore, der Götterschlechter, gespielt von Christian Bale, das war für mich einer der schönsten Momente im Kino, weil ich saß zwischen den beiden hier mit Anwesenden, links von mir, hä, ist es Christian Bale? Ja, Erik, das ist Christian Bale. Oh, rechts von mir, hey, ich kenne den irgendwoher. Ja, das ist das Gute, wenn man sich nicht vorher zu viel informiert, ne? Dann kann man sich durch sowas überraschen lassen, ja. Das war einfach ganz hervorragend. Ich saß dran, nicht so, okay, das könnte ein langer Abend werden. Ich habe zuerst die deutsche Synchronstimme irgendwie erkannt und dann irgendwie. Ich habe das Gesicht erkannt, dadurch, dass der ja so krass geschminkt ist und so, da hast du ihn nicht direkt sofort erkannt. Ich so, die Konturen, ich kenne den irgendwo her. Ja, jedenfalls rettet er einen sehr seltsam anmutenden Planeten. Also wir fangen anders an. Gore verliert seine Tochter. Gore trifft dann auf seinen Gott, den er eigentlich anbetet. Und der verarscht ihn eigentlich nur, missachtet ihn und alles. Und er gelangt dann an dieses dunkle Schwert, mit dem man Götter töten kann. Und tötet dann diesen einen Gott und macht sich fortan auf, alle Götter im ganzen Universum zu töten. Und da ist natürlich der Weg zu Thor der nächst naheliegende. Und
macht sich, wie gesagt, dann auf, die Götter abzuschlachten, und darauf kommt eben auch der Hilferuf an Thor dann so, hey Thor, wo bist du, wir brauchen deine Hilfe, deswegen geht er weg von den Guardians of the Galaxy, die dann gottsfroh sind, dass er ihn und seine schreienden Ziegen und den Steinmenschen, dessen Namen ich grundsätzlich vergesse, Kork heißt er, Teams werden zurückgelassen, mehr oder weniger, und dann hauen sie ab. Und ja, ganz hervorragend, das alles. Er reint dann oder kommt dann zurück nach New Asgard, was inzwischen so mehr so ein Disney World gleicht, weil Touristenattraktion und was weiß ich was. Dort regiert die Valkyrie als Königin. Dort führen, und das fand ich sehr, sehr charmant, wird da mal Matt Damon als Loki und Luke Hemsworth als Thor Theaterstücke auf, unterstützt von Sam Neill als Odin. Die Theatergruppe, inklusive eines neuen Auftritts, den wir jetzt mal einfach noch nicht kommentieren lassen, oder kommentieren werden, wer oder wie oder was. Da auf jeden Fall, das fand ich sehr schön. Und das war zu dem Zeitpunkt auch noch, als ich gedacht habe, okay, der Film ist eigentlich ganz witzig gemacht, das ist ganz lustig, weil es wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass so ziemlich jede Szene ein wenig überzogen ist und auch ein zu allem irgendwie ein dummer, witziger Kommentar kommen kann oder auch einfach irgendwas Witziges gemacht wird. Thor macht sich dann auf mit der Valkyrie zusammen und einer neuen Partnerin an seiner Seite, die man schon im Trailer sieht, deswegen kann man sagen, Jane Foster ist zurück, Natalie Portman, die hat nämlich Mjölnir aktiviert, also den Hammer, und macht sich dann mit den beiden zusammen auf dem Weg, eben Gorr, den Götterschlechter, der die Kinder von New Asgard entführt hat, zu besiegen und die Kinder zurückzubringen. War das so richtig zusammengefasst? Ja. Ja. Okay, und er sucht sich Hilfe natürlich noch, das sieht man auch im Trailer, er sucht sich Hilfe bei den obersten Göttern, besucht also Russell Zeus Crowe, Russell Crowe spielt Zeus, den obersten Gott, den Babo quasi, um dort für Hilfe zu erbeten und ja, ob er die bekommt oder nicht, sei mal dahingestellt, wie das läuft, sei auch mal dahingestellt, das wäre jetzt zu viel verraten. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich was Wichtiges vergessen habe. Ihr dürft mich gerne kurz unterstützen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir das mit der Krebserkrankung erwähnen wollen. Oder jetzt haben wir es ja eigentlich schon. Wir finde ich gut, danke Erik. Aber das kann man ja eigentlich schon mit sagen. Also, dass die, ja. Ich habe es extra weggelassen. Natalie Portman, okay. Dadurch, dass sie eben den Hammer führt, kann sie da ein bisschen drüber wegkommen und hat da jetzt nicht mehr so viele Anzeichen oder Beschwerden oder sowas, aber der Hammer zieht halt auch von ihr Kraft ab und sie muss halt dann sich irgendwann auch entscheiden, ob sie das weitermachen will oder nicht. Und was du vorhin gesagt hast, dass es wirklich in jeder Szene was Komisches war, fand ich gerade nicht. Er hatte sehr, sehr düstere Szenen, sehr, sehr traurige Szenen auch. Deswegen hatte ich das jetzt mit der Krebserkrankung auch erwähnt. Ja. Aber diese traurigen Szenen, die sind sofort wieder mit irgendwas anderem platt gemacht. Ja, worden. Und das fand ich gerade das Angenehme, dass das nicht zu sehr so düster ist und alles ist scheiße und so. Da kann ich einen DC-Film gucken, also sondern dass es eben dann auch immer wieder aufgelockert war, ne? Und wirklich auch so dadurch, dass es in dieses Narrativ eingebunden war, dass wir eigentlich eine Geschichte hören, die jemand erzählt, der an allen Ecken und Enden übertreibt und Sachen irgendwie falsch darstellt. Ja, aber war das wirklich so? Ja, ja. Das siehst du ja sogar im Trailer, dass er die Geschichte erzählt und da schon im Trailer teilweise Sachen völlig übertreibt. Und genau, also das ist alles quasi eine Geschichte, die erzählt wird. Und eigentlich wäre die Geschichte sehr düster, weil jemand, der dieses Nekro-Schwert hat und damit Götter töten kann sogar, der wirklich auf einem Rachefeldzug ist, weil er seine Tochter verloren hat, was er wirklich eine der stärksten Cold Opener war von Marvel überhaupt, wie Christian Bale da mit seiner Tochter durch diese trockene Landschaft läuft und dieser Gott, der kümmert sich gar nicht darum, um das Leiden und
Er wendet sich dann halt, trotz dass er sehr gläubig war, wendet er sich gegen seinen Gott und ist dann auf den Rachefeldzug aus, weil er annimmt, dass alle anderen Götter genauso sind. Und das fand ich nur eine sehr düstere Grundprämisse, die dann auch immer wieder ein bisschen aufgelockert wurde durch eben irgendwelchen Quatsch, der da gemacht wurde. Und diese Mischung fand ich gerade sehr, sehr gut. Aber ich weiß, ihr fandet es nicht so. Kate besonders gar nicht. Ja, also mein Problem ist halt, wenn du wirklich, wenn du gehst jetzt davon aus, dass der Film so quatschig war, weil er eben von einer dritten Person aus dessen Sicht erzählt wird, wahrscheinlich als Beispiel den Kindern von Asgard. Ja? Nee, von Korg wurde der ja erzählt. Ja, aber an die Kinder, erzählt ja, genau. Es den Kindern von Asgard als Beispiel. Ja, so. Genau. Dann hätte man das besser zeigen sollen. Also ich finde, dann hätte man den Cold Opener gehabt, der richtig gut war, bin ich voll dabei. Und dann, weiß ich nicht, sitzt Gorg mit den Kindern dort und sagt, jetzt erzähle ich euch eine Geschichte und dann eine Überblende in diese Geschichte. Und dann hätte er auch viel öfter was sagen müssen, weil ich fand, das kam schon rüber, dass es erzählt wird, aber das vergisst man einfach zwischendrin, ja. Das wird einfach irgendwann, und dann gibt es so übertriebene Szenen, wie dieses auch, was gibt es jetzt öfter auf Plakaten, wo Thor diesen Spagat macht und diese zwei Schiffe. Oder oh, das habe ich gefeiert, den Jean-Claude Van Damme-Move hier. Ja, aber das war so over the top, und genau in der Szene hätte einfach wieder diese übertriebene Erzählweise von Gorg einsetzen müssen. Dann wäre es klarer gewesen. So fand ich das einen einfachen, komplett übertriebenen, albernen und dummen Film. Aber das hat er doch. Das gerade was bei der Szene, die du ansprichst, da war ja ganz viel Erzählung. So, und dann ja kam Thor und dann und bumm und zack. Und dann hat er sogar den Palast aber noch. Aber das war nicht klar, dass der ganze Film von Gorg erzählt wird. Das war nicht zwischendurch klar. Immer wieder mal zusammengefasst, wo wir gerade sind und was jetzt noch kommt. Und naja. Ich fand schon. Trotzdem fand ich, wenn das der Kniff war, fand ich den doof. Weil das war ja, das Ganze, wenn du jetzt mal die ganze Story zusammennimmst, ist das wirklich eigentlich ein totales Märchen, was da erzählt wurde. Das passt jetzt irgendwie auch gar nicht so ganz in das insgesamt das Marvel-Universum. Das ist jetzt kein Avengers Civil War oder irgendwas. Sondern das ist einfach nur ein Märchen, was von dieser Erzählstimme von Korg, gespielt übrigens auch vom Regisseur Taika Waititi, erzählt wurde. Und deswegen durfte der auch nicht sterben. Bitte? Deswegen durfte der auch nicht ja, der sterben. Ja, der musste ja weitererzählen, ne? Genau, der hat es ja erlebt und hat es dann ja den Kindern erzählt, die Geschichte. Und das ist einfach, ja, um die Kinder auch darauf vorzubereiten. Die sollen ja dann auch kämpfen lernen und so weiter. Und gerade auch so Geschichten, wo Kinder dann auch irgendwie denen was passiert und die dann trotzdem gerettet werden. Das sind ja so diese typischen Märchen, ne? Und ich habe das Ganze so als Märchen gesehen, was von einem Erzähler total ausgeschmückt wurde. Und das hatte ich ja schon im Trailer. Besonders im zweiten Trailer sieht man das viel mehr. Das sitzt ja Korg direkt vor den Kindern. Ich weiß gar nicht, ob die Szene im Film war. Nee, oder die ist nicht im Film. Ja, also ja, das hätte gefehlt. Dann hätte ich es vielleicht anders gesehen. Weil ich habe die Trailer sehr oft gesehen. Und dann natürlich die Musik, die eigentlich ist ja eigentlich auch ein bisschen Marvel-untypisch, dass man so einen Soundtrack da nimmt mit Enya, Your Only Time und so. Und so völlig übertrieben dann bei den Kampfszenen dann so eine Geschichte oder dann auch die drei Guns N' Roses-Songs, die da kamen und so. Deswegen, ja, vielleicht hat es mir deswegen so viel Spaß gemacht, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Ich kann jegliche Richtung verstehen, also wenn man das jetzt nicht gut fand. Jetzt mittlerweile hatte ich auch die Chance, mal ein bisschen in den Foren zu stöbern, wo ich mich vorher gescheut habe wegen Spoilergefahr. Ich bin da ganz knapp entgangen. Ja. Ja, das ist ich halt, frage mich auch, ob er im Englischen besser gewesen wäre. Weil das haben wir ja damals beim Star Wars Film auch schon gehabt, dass ich den am Anfang nicht gut fand und zu albern fand. Und dann haben wir ihn nochmal in OV gesehen und dann habe ich gesehen und gehört, dass die deutsche Synchro auch nochmal einen Ticken draufgepackt hat, was zu viel war. Vielleicht muss ich ihn in OV nochmal sehen, mal schauen. Kann sein. Christian Bale in OV ist auf jeden Fall immer. Ja, also wie gesagt, mich hat halt echt genervt, dass manche Witze, die mal ganz lustig sind, quasi totgeritten wurden. Also so richtig totgeritten, so richtig
boah, wir ziehen das jetzt total durch und machen immer wieder das Gleiche. Und das fand ich dann teilweise ein bisschen ideenlos. Also zum einen finde ich es ja mal ganz nett, wenn man sagt, okay, wir nehmen hier das ganze Marvel-Ding auch mal ein bisschen, ja, gucken es so einer ironischen Seite an oder es ist halt ein Märchen, das erzählt wird oder. Aber, allein die Ziegen. Also die Ziegen am Anfang ganz witzig, aber gegen Ende des Films, ja, danke für die Erinnerung, dass wir diesen Witz schon 2000 Mal gesehen haben heute. Und das ist so, wo ich sag, einfach drüber. Also ich fand Waititi hat da für mich so ein bisschen den Bogen überdreht. Und das fand ich einfach schade. Es ist für mich auch kein dieser typische Marvel-Film, den man eigentlich dann irgendwie auch erwartet, sondern es ist schon für mich passt der nicht rein. Also für mich ist es halt so, ja, schöne Nebengeschichte, schöner Nebenstrang, warum auch immer der jetzt erzählt werden musste. Das ganze Marvel-Universum würde auch ohne den soweit ganz gut funktionieren. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also außer jetzt ein paar kleinen Sachen, die wahrscheinlich Einfluss haben auf den Rest, ist das Märchen, was hier erzählt wird, glaube ich nicht, dass das jetzt, zum einen glaube ich nicht, dass alles so passiert ist wie jetzt hier, weil es ja nur ein Märchen ist, was erzählt wird. Aber es hat jetzt keine große Relevanz für das ganze Universum. Aber was ich natürlich sehr schön fand, dass hier Natalie Portman wieder dabei war und so, weil ich mochte auch damals den Thor-Film, wo sie dabei war und so. Ist einfach eine richtig gute Schauspielerin und ein was kann ich jetzt nicht sagen, was ich mir gewünscht hätte, speziell am Ende, aber was mit dem Wunsch zu tun hat, aber das wäre noch schön gewesen, aber ist halt nicht so. Ja, passiert. Und das ist übrigens was ich komplett unlogisch finde. Das war mega komplett unlogisch. Wenn es dieses Ding gibt, ja, es gibt dieses Mitte, in der Mitte des Universums. Oh, warte, vielleicht müssen wir doch mal einen Spoiler machen, warte. Achtung, Spoilerwarnung. So, setze ich hier mal eine Kapitelmarke. Jetzt reden wir doch mal drüber, ja. Ja, also, jetzt mal, ich nehme mal Butter bei die Fische. Also, wenn man so ein im Mittelpunkt des Universums hat und man hat einen Wunsch, der erste, wo er durchsteigt, ja, warum geht man dann nach dem Schnipser von Thanos nicht dahin und sagt, hey, mach das alles wieder rückgängig? Warum? So viel einfacher wie, wir reisen durch die Zeit. Total unlogisch. Ja, ich glaube, um dahin zu kommen, musst ja da quasi durch dieses Dunkelreich und da kannst du wahrscheinlich nur hin, wenn du der dunklen Seite der Macht, sag ich jetzt mal, zugetan bist. Aber warum konnte Thor dann nur und alle da durchreichen? Die sind doch da die ganze Zeit hin und her gehüpft. Thor ist ihm ja nur gefolgt dahin. Ja. Ja, ach so. Der andere hat es ja geöffnet quasi, ne? Vielleicht. Das lag ja jetzt nicht gerade in einer guten Gegend, würde man sagen, in den USA. Ja, und der Chris hat gestern noch was Gutes zu mir im Auto gesagt. Mjölnir, der Hammer. Wo ist denn der Mjölnir-Hammer aus der Parallelwelt hin? Weil Natalie Portman hat ja den kaputten. Der kaputte, der von Thors Schwester zerstört wurde. Aber in Endgame hebt Captain America den Hammer auf. Und da ist es der Ganze, der aus einer der Zeitreisen geklaut wurden. Hat er den dann später, als er die Steine zurückgebracht hat, den Hammer auch wieder zurückgebracht? Oder wo ist dieser Hammer aus Endgame hin? Keine Ahnung. Sodass Natalie erstmal den Kaputten erst wieder ganz machen muss, quasi. Das sind einfach so Logiklücken, die ich doof finde. Das ist einfach. Gut, das fandst du ja nicht in dem Moment doof, als du den Film gesehen hast, wenn dir das erst im Auto aufgefallen ist. Nein, mir ist es schon während dem Film aufgefallen, wo ich gedacht habe. Ja, aber es ist ja ein valider Punkt. Ja. Ich meine. Ich fand nur schade, dass der Wunsch nicht dafür verwendet wurde, Natalie Portman zu heilen. Ja. Weil, ja, aber das ist, glaube ich, das absolute Los von Natalie Portman, dass sie in jeder großen Franchise irgendwie sterben muss. In jedem großen das, Franchise. Das war auch, als sie dann gestorben ist, habe ich dann auch gesagt, so, das war's dann jetzt mit der Theorie, dass sie der neue Thor wird. Nee, das haben sie ja geöffnet, aber das ist schon wieder was anderes. Das ist ja, aber ist ja wieder zugegangen.
Mighty Thor. Nee, ist es nicht, das ist nicht wieder zugegangen. Das haben sie komplett am Ende geöffnet mit komplett allem. Also jetzt ist alles möglich, weil jetzt haben sie. Das erkläre ich euch aber auf Stream, auf Podcast. Also wenn man jetzt. Der Chris hat mir gestern. Der Chris hat mir gestern noch eine Kurzkritik geschickt von Scott Greenstone von The Seattle Times. Der schreibt, Thor 4 ist der schlechteste Marvel-Film, weil er ist kein Film, er ist Content. Und das stimmt. Das stimmt einfach. Er ist einfach nur Content. Ich kann auch genug Zeitungsannoncen raussuchen oder Anzeigen oder Kritiken, die es gut darstellen. Also die das ist ja, richtig, ja. Die Leute sind gespalten. Weil das geht halt da auch wir ja auch, ja, wie wir ja auch. Ich denke mal, unsere Hörerschaft ist wahrscheinlich auch gespalten, was das angeht, den Film. Ich finde, die Hörerschaft sollte sich unbedingt selber ein Bild machen und uns schreiben. Definitiv, genau. Wenn ihr hier in der Stuttgarter Region seid, geht in die Innenstadtkinos. Wichtige Empfehlung, wenn ihr irgendwo anders seid, ja, macht, was ihr wollt. aber geht auf jeden Fall in den Film rein. Der lohnt sich auf jeden Fall zu sehen. Und wobei ich sagen würde, wir hatten ja auch, warte mal, das muss ich nachher im normalen Teil erzählen, aber ja, sind wir jetzt hier mit dem Spoiler erstmal, ich wollte noch die zwei Post-Credit-Scenes, wenn wir hier einmal im Spoiler-Talk sind, die eine Szene war ja, dass Zeus wohl doch nicht tot ist, obwohl er da seinen eigenen Blitz durch die Brust bekommen hat, aber das kann natürlich einen Zeus nicht erschüttern, einen Russell Crowe. Ja, der hat offensichtlich überlebt und hegt jetzt Rachegelüste gegen Thor. Wer hätt's gedacht? Das wird noch spannend. Also das wird vielleicht eher was dann, wo dann vielleicht mal in irgendeinem Film dann was draus wird, was dann irgendwie aufgegriffen wird, mit ziemlicher Sicherheit sogar. Und die zweite Szene war ja dann mit Natalie Portman. Die war eigentlich eher nochmal so ein, ich nenn's mal so ein netter Abbinder von dem Ganzen, wie sie dann in Valhalla dann aufschlägt und ja. Genau. Sind da eigentlich aus Valhalla schon mal Leute zurückgekommen? Vielleicht. Ich hege die Hoffnung. Keine Ahnung, aber wenn du gerade nochmal die Götter ansprichst, wo waren denn diese ganzen Götter in diesem riesigen Götterhain, die alle irgendwie hätten helfen können, als Thanos unterwegs war? Auch das komplett undogisch. Boah, wenn wir plötzlich in einer Welt sind, in der alle Gottheiten, die griechischen, die mythischen, die was weiß ich welche Gottheiten, alle in der gleichen Welt existieren. Wo waren die denn alle? Vor allem der kleine, was war das? Das Teigmännchen, ja. Ist so albern. Wir wissen ja nicht, ob die überhaupt quasi in dem Universum an sich leben oder ob die in irgendeinem komischen Parallel-Ding oder sowas. Wir wissen, wir sehen ja nicht so genau, wie sie hingekommen sind. Sind ja quasi hingereist hier über den Regenbogen und sind ja dann irgendwie da hingekommen. Und ob vielleicht, wer weiß, vielleicht sind ja von den Göttern auch irgendwie die Hälfte gestorben beim Schnipsen oder so. Aber nee, das kann eigentlich nicht sein, oder? Sind irgendwelche anderen Götter beim Schnipsen? Man weiß es nicht. Sind irgendwelche anderen Götter beim Schnipsen? Hat's irgendeinen Gott erwischt? Nee, Thor hat's nicht. Man weiß. Ah ja, wahrscheinlich. Die leben in ihrem Himmel, die sind nicht im Universum drin. Ah ja. Schwierig. Ich fand's trotzdem ganz cool. Nee. Ich gebe da 7,5 von 10. Ich hatte echt viel Spaß. Ich werde ihn nochmal gucken. Ach so, Moment, wir sind ja noch im Spoiler-Talk. Ich muss mal kurz rausgehen vor der Wertung und dann. Achtung, Spoilerwarnung. Also nochmal hier außerhalb vom Spoiler, ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film, bin wahrscheinlich so ziemlich der Einzige, wir haben dann draußen auch noch welche getroffen, die in einem coolen Cosplay sogar gekommen sind, die fanden den auch nicht so berauschend, ich glaube die Aussage war, zwischen Hulk und Endgame liegt doch noch vor Hulk oder so. aber ich hatte echt Spaß, deswegen von mir wahrscheinlich die beste Wertung hier im Podcast und überhaupt in den Foren weltweit, 7,5 von 10. Ich bin bei 6 Punkten. Das ist schon sehr nett, weil ich halt, wie gesagt, ihn etwas drüber fand in vielen, vielen Situationen. Die Visual Effects waren schon sehr cool. Also auch dieses Schwarz-Weiß-Teil, den fand ich sehr, sehr cool. Also da ist einiges richtig gemacht. Und wenn der Film mal wirklich ernst war, kurzzeitig, dann war das eigentlich auch ganz gut. Aber ja, ansonsten war es mir zu viel. Hahaha, ich bin so lustig. Ich bin mein Katja-Titty. Nicht Titty. Deswegen. Ja. Ich gebe ihm 4 Punkte. Punkt. Ich möchte noch darauf hinweisen, ich habe ja mittlerweile jetzt ein bisschen was gelesen dazu, weil ich mich jetzt getraut habe, was zu lesen. Der Film wird wahrscheinlich in einer sehr gut ausgestatteten Blu-ray erscheinen, weil wohl doch einiges der Schere zum Opfer gefallen ist. Unter anderem
In der, wir haben ja die Anfangsszene schon besprochen, die uns alle ein bisschen gepackt hat von, mit Christian Bale. Und diese ganze Entwicklung von ihm zum Götterschlechter ist ja etwas kurz geraten im Film. Und der Film ist ja mit 120 Minuten jetzt auch ja, ein bisschen unterhalb von üblichen Marvel-Standard. Ich glaube, da ist einiges ja, nicht verwendet worden für die Kinoversion und das wird dann hoffentlich auf der Blu-ray erscheinen. Also ich habe da Interviews gelesen mit diversen Darstellern und auch mit einem Regisseur, die gesagt haben, da wird wohl nochmal eine längere Version dann erscheinen. Da bin ich gespannt drauf. Würde ich mich freuen. Aber ist ja noch eine Weile hin. Jetzt läuft er erstmal im Kino, geht da alle rein. Thor, Love and Thunder. Und wir schauen mal, was in den Kinocharts drin ist. Mal sehen, wo der gelandet ist, unser Film hier, zu dem wir 3 Karten beigesteuert haben. Und was so Neues anläuft im Kino. Kinocharts und Neustarts. So, Platz 5 in Stuttgart. Jurassic World, ein neues Zeitalter. Platz 4. Awap, babaduba, awap, bam, boom. Elvis. Das war gut. Platz 3, immer noch Top Gun Maverick, obwohl das nur noch in wenigen Vorstellungen läuft, sehe ich hier. Trotzdem noch ganz gute Zuschauerzahlen. Platz Nummer 2, Neueinsteiger, Thor, Love and Thunder. Ja, ich glaube, da ist noch nicht das ganze Wochenende drin hier. Wird bestimmt nächste Woche dann. Obwohl Minions ist stark. Also Minions ist auf 1, ist sehr stark. Wurde mir auch gestern noch bestätigt, dass die Minions super besucht sind. Also die Mittagsvorstellungen sind absolut voll. Also ich zitiere mal, bei uns hier am Frühstückstisch letztens hat meine Tochter meinen Kleinen gefragt, ob er mitkommen will in den Minions-Film. Weil, also das ist selten, das war bis jetzt noch nicht der Fall, dass meine Tochter mit meinem Sohn ins Kino gehen wollte. Das war noch nie. Und er hat aber gesagt, nee, der gefällt mir nicht. Also da haben wir ja den Trailer gesehen, als wir in dem Lightyear-Film waren und hatten den auch so schon geschaut. Der sieht so quatschig aus, der Trailer. Ist vielleicht eher so für die noch kleineren. Ich frage mich nur, warum meine Tochter. Wer ist Regisseur? Waika Taiti. Auch? Nee, Quatsch. Taika Waititi heißt er übrigens, nicht Waititi, wie die YouTuber damals. Ach so. Was startet denn neu? Was haben wir denn hier? Ah, The Gray Man startet in ausgewählten Kinos. Der Trailer sieht schon ziemlich gut aus. Den gibt es aber dann schon eine Woche später ungefähr auf Netflix zu sehen. Deswegen ist die Frage, wird er im Kino überhaupt was rocken? Also von den Russo-Brüdern gedreht mit Ryan Gosling, Chris Evans, dann... Chris, willst du es nennen, wer da noch dabei ist? Ana de Armas. Ana de Armas, genau. Der Trailer sieht schon nach einem ziemlich guten Actionfilm aus. Haben sie bestimmt in Prag gedreht. Also ich habe jetzt die Bilder, haben sie bestimmt in Prag gedreht während der Corona oder sowas. Da war ja noch eine Zeit lang offen. Ja. Dann Meine Stunden mit Leo. Komödie mit Emma Thompson, die als Witwe mit Sextrott mit ihrem verstorbenen Mann entfliehen will. Weil sie als Witwe dem Sextrott mit ihrem verstorbenen Mann entfliehen will und einen Callboy engagiert. Moment, die hat mit ihrem verstorbenen Mann Sex? Ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Sehr weird. Sehr weird hier. Ja. Nekrophilie. Seltsame Filmbeschreibung. In dem Sinne, Jörg Buttgereit, Nekromantik 1 und 2, deutsche Filme, angucken. Pornfluencer startet noch. Nee, das ist ein Doku. Dokumentarfilm, okay. Das auch. Everything Will Change, das Drama von Martin Persiel, mixt Klimaengagement und Dystopie zu einer Science-Fiction-Story, in der der wissenschaftliche Part eine große Rolle einnimmt und auch Wissenschaftler zu Wort kommen. Das klingt eher wie eine Doku hier. 3 junge Leute aus der Zukunft, in der man echte Tiere nur aus Filmaufnahmen kennt, machen sich auf die Suche nach Gründen für ihr Verschwinden. Der Film wurde unter anderem in Saarbrücken beim Max-Uppels-Preis und in Zürich. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, startet ebenfalls noch The Owners, Home Invasion Thriller mit Game of Thrones Star Maisie Williams. Habe ich schon mal was von gehört? Ja, das... Eine Sekunde, ein eindringliches Drama über einen entflohenen Sträfling, der einen Filmausschnitt sehen will. Will der einen Filmausschnitt von einer Sekunde sehen oder was? Ja. Scheinbar. Dann Spiral, das Ritual. In einer Kleinstadt versucht ein schwules Paar einen Neuanfang, gerät aber in Gefahr. Ambitionierter Mystery-Thriller. Okay, ich habe jetzt gerade mal noch die Story versucht zu lesen da von diesem eine Sekunde hier, aber ich komme nicht so recht drauf, was das sein soll. Love, Spells and All That.
ein Drama. Moment, da muss ich hier mal noch ein bisschen mehr. Ne, hier steht es gar nicht drin. Das startet wahrscheinlich dann doch nicht. Dann vergesst das alles wieder. Was ist hier mit den Ruhelosen? Die Ruhelosen? Das die Drama um bipolare Künstler. Die Ruhelosen. Damien ist krank. Er hat magische Episoden, depressive Stimmung, das volle Programm. Layla liebt ihn trotzdem mit ganzem Herzen und vollem Einsatz. Doch eines Tages kann sie nicht mehr. Sie schafft es nicht mehr. Geliebte Ehefrau, Mutter, Krankenschwester für ihn zugleich zu sein. Seine Krankheit hat für sie jegliche Romantik zerstört. Sie hat das Gefühl, viel mehr in die Beziehung investiert zu haben und nicht mehr mit dem Mann zusammen zu sein, in den sie sich verliebt hat. Doch kann und will sie die Beziehung beenden. Das ist ja... Ja, Couch Connections läuft noch, das ist eine Doku und ja. Der Deutsche Vita, das süße Leben Arthouse Classics läuft auch noch an. Ja, da sind wir auch gefragt worden, das ist hier diese Reihe, wo diese Filme alle nochmal im Kino gezeigt werden. Da sind wir gefragt worden, ob wir den mal gucken wollen. Ich habe den damals gesehen, das ist echt ein ganz schönes Brett, da geht irgendwie 3 Stunden oder 4 Stunden oder so. Ja, das ist aus der Rubrik für mich einmal gesehen, okay, ja, aus Filmkunstsicht, aus Kinofansicht einmal gesehen zu haben, ist ganz okay, aber jetzt mir den nochmal anzuschauen und hier im Detail zu besprechen, wahrscheinlich nicht. Für alle, die den noch nicht gesehen haben und auch vor allem nicht im Kino gesehen haben, auf der großen Leinwand und mit Federico Fellini ein bisschen was anfangen können, dann rein ins Kino und guckt den euch mal an, aber seid gewarnt, ne? Also da geht, ach, hier steht es ja, 177 Minuten, also viel Popcorn mitnehmen, obwohl das nicht gerade ein Popcornfilm ist, aber vorher vielleicht gut essen irgendwo nebenan im Senzanome oder so oder in der Pizzeria eurer Wahl. Okay, dann sind wir ja durch mit den Neustarts und ich habe ein paar Rezensionsdiscs gesehen im Heimkino. Heimkino. Charlie Fleurs zweites Leben. Steht hier irgendwas drauf? Nee, hier steht keine Geschichte drauf. Ist ein französischer Film. Und handelt von Charlie Fleur, das ist wieder erwarten eine Frau, Charlie, also ich dachte erst, das wäre ein Mann, habe mich der ganze Zeit gefragt, wer ist denn jetzt Charlie und dann kam es irgendwann raus, ja. Es handelt sich um Charlie, gespielt von Geraldine Pailla, die nach dem Tod ihres Vaters dessen Metzgerei erbt. Der hat eine Metzgerei seit Jahren betrieben, da hat sie auch als Kind immer mitgeholfen drin und in Frankreich ist ja das Thema Essen und gutes Fleisch und gute Fleischerzeugung auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir sehen dann auch die Fleischereien, die haben dann wirklich auch wirklich regionale Lieferbetriebe und prüfen die auch immer. Und Charlie arbeitet aber bei so einer, ich würde mal sagen, wie so eine Vogue, so eine Zeitung, also so eine Modezeitung und ist da wirklich in höchsten Kreisen immer unterwegs und macht da Berichte und dass sie da jetzt diese Metzgerei nun hat, damit weiß sie erstmal gar nichts anzufangen. Und sie fährt dann dahin und sieht, der Metzger, der dort arbeitet, der Martial, der mit dem ihr Vater die Jahre zusammengearbeitet hat, da sieht man schon, entspinnt sich so ein bisschen Romantik zwischen den beiden. Und als sie dann auch das ganze Thema noch ein bisschen angehen will und irgendwie ihn ermöglichen will, dass er die Metzgerei alleine führt und sich mit ihm so verschiedene Fleischbetriebe besucht, um da das gute Fleisch zu finden und alles, lässt sie ihre eigentliche Arbeit so ein bisschen außen vor und führt dann auch dazu, dass sie gekündigt wird, weil sie versucht dann auch die Metzgerei ein bisschen anzuschieben im Social Media und diese Postings mit Fleisch und so, das kommt wohl bei der Leserschaft von Vogue nicht ganz so gut an. Ich sag jetzt Vogue, also bei dieser Zeitung, die heißt irgendwie anders. Und ja, sie wird dann rausgeworfen bei der Zeitung und steigt dann halt wieder mit ein in diese Metzgereibetrieb und ja, diese romantische Geschichte ist am Anfang so ein bisschen on-off und der hat dann auch andere und so ein typisch französischer Film. Ich fand ihn ganz nett. Wäre wahrscheinlich so ein ganz cooler Sneak-Film gewesen. Ich glaube, es ist jetzt kein Film, wo man jetzt aktiv ins Kino gehen müsste. Und das muss man auch nicht, denn der startet am 17. Juni, sehe ich hier. Ist der digital verfügbar, da kann man den digital ausleihen. Das heißt, in der Woche ungefähr. Und ab 30. Juni kann man dann auf einem physischen Medium den dann kaufen, Blu-ray oder DVD. Also wer ein... ja, ein bisschen romantisch angehauchten französischen Film mit einigen Verwicklungen und Eskapaden und sowas sehen will, der kann hier ruhig mal reingucken. Von mir bekommt er auch 6,5 von 10. Und der zweite Film, ich mache es alles etwas kurz, weil wir hatten ja zwei
große Filme hier heute besprochen. Der zweite Film, den ich in einem Screener gesehen hatte, ist Midsommerlust. Und da habe ich meine beiden Mitstreiter gar nicht erst gefragt, ob die den gucken wollen, weil ich habe mir schon gedacht, dass er sehr speziell ist. Und hier geht es darum, dass... Danke dafür übrigens. Ja, den anderen habt ihr auch nicht geguckt, der war wahrscheinlich ganz okay gewesen. Spielt in Finnland auf so einer kleinen Insel, wie heißen die dort? Schären oder so wahrscheinlich. Da leben Elli und Mikko, die ja, leben da so auf, in ihrem Häuschen und sie macht so den Haushalt und alles. Und ihr Mann, der ist, ich glaube, nennt sich... ist der Pfarrer oder sowas bei dieser Gemeinde dort, der hat da diesen Job bekommen gehabt und da sind sie halt auf diese Insel gezogen. Die führen eine ganz okaye Ehe, aber wir sehen schon in den ersten 5 Minuten, besser gesagt, in der ersten Minute des Films sehen wir eine Selbstbefriedigungsszene von ihr auf so einer Wiese, wo man dann schon merkt, sie ist da vielleicht zu Hause mit ihrem Sexleben ein bisschen unzufrieden, denn, wie gesagt, in den ersten 5 Minuten gibt es dann gleich auch eine zweite Sexszene zwischen den beiden, wo man dann schon merkt, ja, da ist vielleicht nicht mehr alles so perfekt und sie will vielleicht noch ein bisschen mehr von ihrem Leben haben, ein bisschen mehr Spannung und Abenteuer und sowas. Und eines Tages kündigt sich dann ein alter Freund von ihrem Mann an, der aus Paris kommt und durch die Welt gereist ist und jetzt mal wieder zu Besuch kommt. Den hat er seit vielen Jahren nicht gesehen. Und er lebt dann bei denen im Haus und daraus entspinnt sich dann... Oh, was da wohl passiert dann? Ja, da wird sie dann von ihren Gefühlen, weil den kennt sie auch aus früheren Zeiten und mit dem hatte sie mal was, bevor sie mit dem anderen was hatte und so. Und das bricht jetzt alles wieder auf und ja, ist ein sehr erotischer Film, würde ich mal fast sagen. Da passiert sehr viel in der Richtung und natürlich dann auch noch ein bisschen Ehedrama mit den beiden und wie sich das dann entspinnt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich glaube ja, der läuft doch, ab dem 26.08. gibt es den auf DVD und Blu-ray, steht hier. Und der lief aber vor nicht allzu langer Zeit im Kino. Also ich glaube, in manchen von diesen Arthouse-Programmen im Kino, der besondere Film oder sowas, wird er vielleicht auch noch laufen. Auf jeden Fall sehr schöne Bilder. Mal was anderes hier in Finnland. Wurde auch während der Pandemie gedreht. Das heißt ja... da sehen wir jetzt keine riesigen Stadtaufnahmen mit vielen Menschen, sondern das ist wirklich fast alles, spielt sich in diesem Haus ab oder in dieser Pfarrei oder sowas und die machen halt immer Ausflüge da ins Grüne und Finnland und so. Ja, ganz interessanter Film, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt für mich was war. Ich gebe da mal 5,5 von 10 Punkten mit Sommerlust. War auf jeden Fall besser als dieser Midsommar-Film, den wir mal hatten, das Sneak Preview, der war ja ganz Florence Pugh. Der war ja ganz, ganz furchtbar. Mit Florence Pugh. Mag sein. Ja. Ist so. Ja. okay, dann habe ich ein paar News heute für euch. News. Die erste News wurde gestern gepostet. Schläferz geht weiter am 9. September mit dem Kracherfilm High Alarm auf Mallorca. Das ist ja quasi ein absolutes Must-Not-See. Achtung, es ist High-Alarm. Ja, Achtung, es ist High-Alarm, jawohl. Und da freue ich mich sehr drauf, weil den habe ich vor langer Zeit mal gesehen, das war ja irgendwie eine RTL-Produktion. Und jetzt hier mit den Kommentaren von Schläferz zu sehen, das muss man tun. Dann an euch die Frage, ihr seid ja nicht so im TV, ihr guckt ja nicht so viel lineares Fernsehen. Ihr habt bestimmt die Show 99, einer schlägt sie alle, nicht gesehen, oder? Auf Sat 1. Nein. Doch, kenne ich. Also habe ich nicht gesehen, aber kenne ich. Ja, also das lief, glaube ich, am Freitag. Ja, am Freitag lief das und weil ja nichts anderes kam, so showmäßig, außer hier Top Dog auf RTL, wo die Hunde immer, das ist auch niedlich, haben wir 99, einer schlägt sie alle geguckt. Das ist quasi das Prinzip von Squid Game, bloß dass halt hier niemand stirbt. Oh, ja. Und man hat... Schade. Man hat wirklich, es sind 100 Leute eigentlich, weil ja der erste, einer schlägt sie alle, genau, also sind ja, einer schlägt alle, einer schlägt 99, genau, sind insgesamt 100. Und das sind dann immer so Spiele und jedes Mal muss einer gehen, so nach dem Prinzip von, ja, hier wie die Reise nach Rom, wenn alle um die Stühle rumrennen und ein Stuhl ist zu wenig da, so ungefähr ist es hier auch. Sind manchmal Geschicklichkeitsspiele, manchmal Wissensspiele, manchmal Sachen, wo man Sachen kombinieren muss und jedes Mal muss einer gehen und fand ich ganz cool gemacht. Der Range von den Darstellern oder was heißt Darstellern, von den Kandidaten ist wirklich von bis, also da sind wirklich
junge 16-jährige Mädels dabei, bis hin zu irgendwelchen 70-jährigen Männern. Da ist vom, weiß nicht, vom Paketfahrer bis hin zum Vorstandschef irgendwie gefühlt alle dabei. Also wirklich eine ganz wilde Mischung, wie es auch bei Squid Game ja fast war. Wobei Squid Game hatten ja alle irgendwie finanzielle Probleme. Hier gibt es 99.000 Euro zu gewinnen für den, der am Ende übrig bleibt. Und es ist eine ganz witzige Sendung. Ich fand bloß, ich habe jetzt die erste Show. Eine deutsche Sendung? Ja, ja, auf Sat.1. Ich fand bloß, die erste Sendung habe ich jetzt geguckt. Da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben, was zum einen die Bindung angeht zwischen den Zuschauern und den Kandidaten. Das heißt, du kriegst am Anfang erstmal 100 und kennst ja erstmal keinen. Und es wird dann versucht, später so ein bisschen mit diesen, ja, wo du so Gesichter in der Kamera hast, wo dann einer was erzählt und so, woher er kommt und so, wurde versucht so ein bisschen, dass du sagst, okay, zu dem halte ich jetzt mal oder zu dem halte ich nicht, den finde ich doof oder so. Da ist halt am Anfang einfach nur 100 Leute und das sind so die erste Stunde des Films, bist du dann irgendwo bei 80 oder so, weil natürlich auch Werbung noch drin ist, aber wir haben es dann aufgenommen, den Rest noch dann immer die Werbung überspult und ja, ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Und ich würde bloß manche von den Spielen, die da so sind, da hat man gesehen, da ging es dann darum, zum Beispiel so einen Würfel zusammenzubauen aus Einzelteilen, so ein Geschicklichkeitsspiel. Da hat man schon gesehen, dass die letzten, die da waren, die haben sehr, sehr, sehr lange gebraucht. Ich würde einfach ein Zeitlimit machen und am Schluss fliegen dann einfach alle raus, die jetzt noch dieses nicht geschafft haben oder so, um da ein bisschen mehr Zug reinzukriegen. Aber war ganz interessant, bin gespannt, wie es weitergeht. Kann man, glaube ich, auch im Stream noch schauen. 99, einer schlägt sie alle. Ich weiß nicht, ob da auch so viel Werbung drin ist. Ist auf jeden Fall ganz nett. Okay. I got 99 problems, but I ain't one. Ja. So viel von mir an dieser Stelle. Schönen Tag noch. Serien? Stand heute noch eine Serie drin, die ist wieder gelöscht. Willst ja, du nicht? Nee, machen wir okay. Nicht. Es wird zu viel. Aber ich möchte anteasern, dass ich nachher mit der Serie The Terminal List anfange. Ah, die muss ich auch gucken. Mit Chris Pratt und so. Mhm. Das kann ich ja dann nächste Woche vielleicht was drüber erzählen, wenn ich nicht nach einer Folge wieder aufhöre. So wie bei anderen Serien. Du kannst auch nach einer Folge, wenn du nach einer Folge aufgehört hast, drüber erzählen, weil das hat ja dann auch Gründe. Du musst ja nicht nur gute Sachen vorstellen, kannst ja auch vor Sachen warnen. Ja, genau, also Terminalist haben wir auch auf der Liste, muss ich nämlich gucken. Und was ich auf jeden Fall gucken will, ist King of Stonks. Die neue Serie vom How to Sell Drugs Online Fast Team, wo es so ein bisschen angelehnt ist an den Wirecard-Skandal. Gibt's auf Netflix. Ah, okay. Das muss ich sehen. Soll saugeil sein, habe ich schon gehört. Von wurde welchen, mir empfohlen von Netflix. Nee, von welchen, die auch How to Sell Drugs Online Fast mochten und die jetzt auch da schon reingeschaut haben. Die haben gesagt, oh, Wahnsinn, wahnsinnig gut. Auch so schön geschnitten und alles und so krasse Charaktere und so. Muss ich gesehen haben. Okay, dann sind wir ja schon so bei unseren Musiktipps. Von euch hat ja gar keiner Enya genommen, aber aber ich habe kurz überlegt. jetzt finde ich gerade den Trenner. Ach, der ist hier. Music. Hat extra nichts genommen davon. Also Guns N' Roses haben wir schon auf der Playlist drauf, habe ich gesehen. Und von Enya wollte keiner von euch. Okay, was nimmst du, Kate? Ich nehme von Mumford & Son Wilder Mind. Okay. Packe ich gleich mal drauf. Ich nehme von Kiss und jetzt bitte alle die Zunge rausstrecken. Kiss, God of Thunder. Das passt ja aus auch aus dem Film Heidi. Aus dem Film Heidi. Ja, und ich nehme einen Song, wo ich gerade so ein bisschen einen Ohrwurm habe, von Rosalia oder Rosalia and The Weeknd, La Fama. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kommt gerade immer so ein bisschen im Musikfernsehen, was ich ab und zu mal laufen habe. Okay, das packe ich drauf auf die Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify, die ihr alle gern abonnieren könnt und dürft. Kostet nichts, also wenn ihr Spotify... La Fama. Hä? Kennst du das? Nein, aber es hat mich jetzt erinnert an La Fama. La 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 bamba. Okay. Ja, dann sind wir ja für heute soweit durch. Dann schauen wir doch mal, was die nächste Woche so kinomäßig für uns bereithält. Und ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei allen, die uns auf Patreon unterstützen. Danke dafür und euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören.
Tschüss. Der Kinocast.